Wenn man ein halbes Jahr zurückschaut mit so vielen Höhepunkten in der Stadt der Wissenschaft, dann ist es verdammt schwer, einen neuen Höhepunkt einzuführen. Aber ich glaube, wir haben ihn tatsächlich, nämlich mit der Ausstellung Spektrale, die wir heute Abend gemeinsam eröffnen können, gelingt es noch einmal, einen deutlichen Höhepunkt zu setzen. Sie werden Dinge mit anderen Augen sehen. Sie werden verstehen, wie Farben entstehen. Sie werden vielleicht sogar mehr sehen und erklärt bekommen, warum Farbe uns in der Kunst und Kultur so berührt. Aber Sie werden sie auch gepaart bekommen mit wissenschaftlicher Erkenntnis. Wir dürfen als Premierenpublikum heute sagen, das hat es in der Form auch noch nie gegeben. Die Welt besteht aus einer Vielzahl von Wellen, die uns umgeben, und nur einen ganz kleinen Teil dieses riesigen Wellenspektrums empfindet unser Gehirn als Farbe, als Licht. Wir fühlen Farbe. Die Welt da draußen, sie ist eigentlich nicht bunt, sie ist grau. Wir übersetzen sie uns in Farbempfindungen und schon sind wir mitten in der Neurowissenschaft. Wir bewegen uns in dieser Ausstellung irgendwie auch in unserem Kopf, in unserer Imagination und zugleich in einer wunderschönen, realistischen, sinnlichen, angreifbaren Welt, die uns mit ihren Farben bezaubert. Ich glaube, dass bei der Spektrale deutlich wird, dass Kunst und Wissenschaft einander bedingen. Kunst lebt doch im hohen Maße von Farben. Das, was uns anspricht, das, was uns auch emotionalisiert, sind im hohen Maße Farben. Und gleichzeitig wissen wir, gerade wenn wir die Spektrale betrachten, dass eine Reihe von dem, was an Farben dargestellt wird, erst möglich geworden ist durch wissenschaftliche Erfindung, durch wissenschaftliche Erforschung. Aber umgekehrt, ich glaube auch, dass Kultur und Kunst den Blick weiten und im Ende auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern helfen, den Blick auf die Dinge noch mal anders zu richten. Künstlerinnen und Künstler und etwa genauso viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unserer Einrichtungen in der Mainzer Wissenschaftsallianz haben gemeinsam eine Ausstellung vorbereitet. Es ist einer der Höhepunkte innerhalb des gesamten Programms der Stadt der Wissenschaft, ist quasi jetzt das Eröffnungshighlight für das zweite Halbjahr hier in der Stadt Mainz. Es sind wissenschaftliche Exponate, die bestimmte Zusammenhänge mit Farbe und Licht erklären. In sehr anschaulicher Art und Weise, und dem gegenübergestellt sind dann Kunstobjekte, die die gleichen physikalischen Phänomene nutzen oder reflektieren. Und auf diese Weise, wie Sie sagen, arbeitet Kunst und Wissenschaft zusammen. Wir haben also durch die Galerien sowie auch im Direktkontakt mit renommierten und jungen aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern zum Thema Licht und Farbe für die Spektrale sehr viel Potenzial gewinnen können. Wichtig war uns dabei, dass eine ganze Bandbreite von Techniken auch abgedeckt wird. So von Malerei über Druckgrafik bis hin und zur Installation haben wir viele spannende Exponate in der Ausstellung zu sehen. Ich habe die wunderbare Aufgabe, Ihnen zu sagen, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Spektrale 2011 die Türen öffnet. Vielen Dank, dass Sie heute Abend da sind, und sprechen Sie über diese Spektrale. Also ein Raum hat mir sehr gut gefallen, der Tiefseeraum, wo Katja Teinkomm ihre Objekte ausstellt und wo es zum Thema Schwämme in der Tiefe geht. Das ist ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Was ich ganz toll finde, ist diese dreidimensionale Animation der Studierenden der Fachhochschule. Kind in mir sagt, die Dunkelräume machen mich am neugierigsten. Man sollte die Spektrale auf keinen Fall verpassen, weil sie unglaublich groß und schön ist. Na, man soll sie nicht verpassen, weil man selbst eine Menge erfährt. Ja, weil man hier einen Erkenntnisgewinn hat. Als sicherlich einer der Höhepunkte ist in diesem Jahr, in dem Mainz Stadt der Wissenschaft ist. Man bekommt hier Dinge auf eine andere Art und Weise vermittelt, die man aus dem Alltag kennt.
Und weil es für jeden was hat, also man kann reingehen und kann die Kunst genießen, man kann reingehen und kann sich informieren über die wissenschaftlichen Zusammenhänge oder man kann reingehen und kann sich erfreuen an dem Zusammenhang zwischen Kunst und Wissenschaft. Ich hoffe, dass die Menschen, die hier durch diese Spektrale gehen, etwas mitnehmen. Dass sie rausgehen, die Welt vielleicht ein bisschen anders sehen, mehr gelernt haben über Licht und Farben und dass sie einen großen Spaß auch an Kunst entwickeln können hier.